So, heute soll es mal um die Nexus-Nabenschaltung gehen. Und zwar, das ist eine Nexus 8, also 8-Gang. Und ich will hier mal den Reifen eigentlich wechseln. Und man muss beim Ausbau des Rades die Schaltung aushebeln. Und dazu ist es wichtig, dass diese beiden Markierungen genau deckungsgleich sind. Das ist nämlich der vierte Gang. So, und was man an Werkzeug braucht, ist eigentlich nur ein 15er Schlüssel oder so ein verstellbarer Schraubenschlüssel, so ein sogenannter Engländer. Eine Zange, kleine Zange. Möglichst mit Zähnen dran. Und einen kleinen Schraubendreher. Oder ein dünner Inbusschlüssel geht auch. So, wenn ihr also das Rad ausbauen wollt, steckt ihr zunächst den dünnen Schraubendreher oder Inbusschlüssel oder was ihr gerade habt, hier in dieses Loch, zieht die Feder so nach vorne, nehmt die Zange und dreht hier an der Schraube im Uhrzeigersinn. Schon kommt das Schaltungsseil raus, dann entspannt ihr wieder. Und beim Einbau ist es genauso. Ihr zieht wieder die Feder an, hängt diese Schraube hier wieder rein relativ leicht, dann hängt die drin, dann entspannt ihr und so ist es wieder eingebaut. Ist also viel einfacher als ich dachte. Und die Markierungen sind jetzt auch wieder übereinander. Ist also alles wie gehabt. Dann nimmt man aber einfach, da ist ja hier so eine Hülse, diese Stahlhülse, und die kann man mit dem Schraubendreher, kann man die rausschieben. Das geht relativ leicht. So, zack, ist die draußen. Die kann man auch genauso leicht wieder reinschieben. So, dann ist das Schaltungsseil komplett draußen. Das Rad ist jetzt also frei und kann rausgenommen werden. So, bevor ihr das Rad wieder einbaut und festschraubt, ist es wichtig, dass ihr vorher den Freiraum nutzt, um hier diese Hülse wieder reinzustecken. Schraubendreher. Einschieben. So, jetzt ist es drin und dann erst das Rad wieder rein bauen. Da muss man noch schauen, dass man das richtig macht. Und zwar gibt es hier an der Seite solche Halteteile, nenne ich sie mal. Und die müssen in einer ganz bestimmten Position sein. Ganz nach außen ziehen. So. Die rutschen hier nämlich in so eine
hier in diese Halterung mit rein. So, und jetzt ist es auch in der richtigen Position. Und jetzt kann man also das Rad festschrauben. Erstmal so mit der Hand gucken, ob es gerade ist. Erstmal noch nicht so fest. Ich schraube die immer erst richtig fest, wenn auch die Bremsen dann dran sind, wenn ich ganz sicher bin, dass alles gerade läuft. Und dann müssen die aber schon recht fest angezogen werden. So, und jetzt ist die gleiche Prozedur wie am Anfang. Jetzt das Loch. Das Loch konnte sie erst gar nicht sehen. So, dann wieder ziehen. Dann ist wichtig, dass das Kabel hier oben drüber läuft. Dann diese Schraube da einfach reindrücken. Das kann man so mit dem Finger machen. So. Wieder drin. Okay. Dann noch mal ein bisschen. So.